It's Friday! Juhu. Endlich Wochenende und das sind heute unsere Themen. Entfalten das alles hier gleich bei TAF. Also unbedingt dranbleiben. Hallo. So, weiter geht's jetzt hier mit ganz normalen Menschen. Und das ist auch gut so. Das Ruhrgebiet, das ist vielfältig, das ist einzigartig, das ist einfach sau ehrlich. Und das ist wunderschön. In unserer Langzeitreportage zeigen uns ja Ruhrpottler ihren Pott. Ja, heute gibt es Currywurst an einem richtig kultigen Imbiss und eine neue Frise von einem lokalpatriotischen Friseur. Eins steht auf jeden Fall fest, sowas gibt es nur im Ruhrpott. So. Ach schön, von den Ehrlichen zu den Unehrlichen vielleicht. OC California war ja Anfang der 2000er eine absolute Knallerserie. Ja, immer wieder wurde über einen Neuanfang oder eine Wiederauflage diskutiert. Jetzt kommt aber erstmal ein Name raus. Ja, wurde etwa am Set gemobbt? Das behauptet zumindest eine Darstellerin, nämlich Mischa Barton. Das hat sie in einem Interview gesagt. Es war wohl so schlimm, dass sie deshalb früher die Serie verlassen hat. Zustände da, wirklich unglaublich. So, beim ESC haben wir... Wie heißt das nochmal ausgesprochen? Eurovision Song Contest. Vielen Dank, Anne. Haben Sie wirklich mit Ihrem verrückten Auftritt, der ungefähr so war, Europa im Sturm erobert. Und seitdem sind Måneskin wirklich die Überflieger. Ja, sie müssen sich aber gleichzeitig, diese lieben Italiener, mit jede Menge Drogenvorwürfen rumschlagen. Dabei sind sie, wie sie uns erzählt haben, für eine Rockband eigentlich total spießig. Mhm. Na Gott sei Dank. Und auch vor ihm hier muss man keine Angst haben, obwohl er ein Superstar ist. Und jetzt ist er nur noch eine halbe Portion. Jetzt müssen Sie nicht entrümpeln oder irgendwas. Sie müssen einfach hier mitmachen beim Gewinnspiel, um mit etwas Glück 10.000 Euro abzuräumen. Alles zur Verfügung gestellt von Blaue Helden. Das sind nachhaltige Putzmittel-Tabs für ein sauberes Zuhause und eine bessere Umwelt. Super sind die. Einfach online mitmachen auf gewinnarena.de. Dort bei Lotto der Dinge teilnehmen. Und vielleicht haben Sie ja schon am Montag 10.000 Euro mehr auf Ihrem Konto. Das wäre doch mal was, oder? Bis gleich. Wir drücken die Daumen. Bis gleich. Zurück bei TAF live aus München und wir kennen das ja alle. Ne? Zu Hause hat man jede Menge Ollenkram sozusagen, Schmuck oder vielleicht der alte Schrank von Oma. Und wenn man mal ehrlich ist, stehen die Sachen nur zu Hause rum, um verstaubt zu werden. Ja, auch Nathalie und ihr Sohn Alex wollen vorm Umzug noch so ein bisschen Ballast loswerden. Unser Trödelexperte geht auf Entdeckungstour durch ihre Hütte und findet auch tatsächlich skurrile Schätze. Hier kommt, wie heißt das, Schrott oder Scheine. Viel Spaß. Ja, nach altem Gerümpel zu neuen Gerüchten. Wir hätten da zum Beispiel ein Liebesaus nach dem Fremdgehen und einen Promi, der 16 Kilo abgenommen hat im Angebot. Hier ist er, der TAF Klatsch. Ja, und jetzt hier ein Spitzengewinnspiel. 10.000 Euro gibt es mit etwas Glück zu gewinnen. Alles zur Verfügung gestellt von Blaue Helden. Das sind Putzmittel-Tabs für ein sauberes Zuhause und eine bessere Umwelt. So. Jetzt online auf gewinnarena.de mitmachen und bei Lotto der Dinge teilnehmen. Ein bisschen Glück und Sie haben am Montag vielleicht schon 10.000 Euro auf Ihrem Konto. Viel Glück und bis gleich. Bis gleich. Da sind wir zurück bei TAF und es ist ja für viele wirklich eine Erleichterung. Die Fitnessstudios haben wieder auf, das heißt, alle Körperteile sind durchblutet, auch das Gehirn. Da haben wir uns gedacht, super, können wir Sporteln und Quizzen verbinden. Ja, aber vorwärts joggen und rückwärts Lieder erkennen ist dann doch nicht so leicht wie gedacht. Und nur wer hier cool bleibt, kann Kohle mitnehmen. Ich habe hier auch noch eins zum Feierabend. Tore ist gerade beim Posten, machen Sie sich nichts draus. Schönen Abend und tschüss. Tschüss, schönes Wochenende.